jetzt habe ich mal den Noiseblocker-Lüfter so installiert, dass er kühle Luft von außen reinholt. Wie immer ist jetzt zum Vergleich auch der Lüfter hier hinter deaktiviert. Denn dieser bläst ja jetzt normalerweise in meiner Standardkonfiguration von innen nach außen, wo das holt die warme Luft vom Radiator und pustet sie raus. Das würde dann heißen, wenn ich den jetzt noch laufen lassen würde, plus minus gleich null Wirkung. Und das wäre für meinen Test nicht gerade von Vorteil. Ja, wir holen jetzt kühle Luft von außen rein, wie gesagt. Lüfter läuft jetzt wieder mit 50% Umdrehungen. 800 RPM circa, laut meinem Control Center von MSI. Wir schwenken wieder zum Monitor. Und dort sehen wir wieder die Idle-Temperaturen. An sich kaum Veränderungen, maximal 2 bis 3 Grad. Und das bei 800 RPM. Wir starten kurz Cinebench. Und schauen uns das Ganze an, ob die Temperaturen deutlich steigen bei dieser Konfiguration. Ja, und sie steigen eigentlich fast gar nicht an. Im Vergleich zum Test im Push- und Pull-Betrieb oder nur Push-Betrieb. Die pegeln sich alle zwischen 45 bis 48 Grad ein. So, jetzt warten wir das Ganze noch ab, bis Cinebench fertig ist. Da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich stelle jetzt zwischendurch schon mal den Lüfter auf 100% ein. Und dann starte ich einfach nochmal Cinebench. Jetzt haben wir, mal gucken, ob ich das auch hier anzeigen kann. Ja, 1335 RPM habt ihr eben gesehen. Der Lüfter oben, der Systemfan oder CPU-Fan ist aus. Ja, sorry, dass die Kamera gerade so ein bisschen verrutscht ist. Ist alles ein bisschen schlecht mit dem Film hier. Anders ging es irgendwie nicht. So, ja, 49 Grad haben wir doch mal. Mensch, ein neuer Rekord in der höchsten Temperatur. Aber hier merkt man doch schon einen Unterschied zwischen Push und Pull oder Push. Ja, und hier haben wir jetzt den Pull-Betrieb. Kühle Luft wird durch den Radiator. Ja, nee, anders. Kühlluft wird von außen durch den Radiator, durch die Power des Lüfters reingeholt. Also wird reingezogen. Und hier sieht man dann auch schon, dass die Temperaturen im Vergleich doch schon um einiges höher sind. Naja, nicht einiges, sondern um 2 bis 3 Grad. Das wundert mich, denn eigentlich sagt Corsair, dass genau diese Konfiguration, wie ich sie eben zeigte, ja, die optimale Konfiguration ist. Das ist anscheinend nicht so. Gut, dann werde ich das Ganze mal anders verbauen und dann schauen wir mal weiter. So, Freunde, jetzt habe ich den Noiseblocker-Lüfter hier montiert. Und diesmal ganz alleine, ohne jegliche Hilfe von vorne. Denn wir haben ja gesehen, dass die Konfiguration hier vorne, der Noiseblocker und hier hinten an oder aus, ja, hat keine wirkliche große Änderung im Bereich Temperaturen gebracht. Nur im Punkto, ja, Lautstärke. Ja, der Noiseblocker-Lüfter läuft jetzt noch mit seinen geringsten RPM, die ich einstellen konnte. Ich glaube, 700 bis 800 waren es. So, jetzt ist der Rechner auch fertig hochgefahren. Ich starte jetzt nebenbei schon mal das Control Center, Cinebench und ja, noch das Programm zum Temperaturauslesen, Hardware Monitor. Gut, gleich geht's los, Freunde. Ich beeile mich schon.
So. Ich schwenke mal. Ja, erstmal zur Seite ein bisschen rücken mit den ganzen Programmen, weil es optimal ist. So, mal gucken, wie ich das jetzt Ganze hier realisiere. Ja, das sieht doch gut aus. So, in dieser Konfiguration haben wir diese Werte im Idle-Modus bei 800 RPM des Lüfters plus minus 10%. Jetzt starten wir mal Cinebench mit diesen Idle-Referenzwerten und den geringen RPM. Und was sehen wir? Ja, wie ich schon vermutet habe, es ist egal, ob Push und Pull bei dem Noise Blocker. Er pendelt sich bei Last, ja, bei Belastung und ja, durch seine gute Belüftung pendelt sich die Temperatur irgendwo in diesem Bereich, den ihr gerade sehen könnt. Zwischen 45 bis 48 Grad pendelt er sich meistens ein. Ja, wir sind jetzt hier bei 800 RPM. Ich stelle das Ganze mal auf Maximum RPM. So, ich habe mich zwischendurch mal ein bisschen belesen. Ich weiß jetzt auch, warum ja, das Control Center nicht die maximal 1400 RPM anzeigt. Das liegt einfach daran, dass ja, das Control Center nicht so perfekt auslesen kann, wie man selbst im BIOS oder so auslesen kann. Ich zeige es euch hier nochmal. 1300 RPM, 100 RPM weniger. So, hier die Idle-Temperaturen mit den maximalen RPM, den ich jetzt eingestellt habe. Kaum Veränderungen. Dann starten wir Cinebench. Ja, und hier auch kaum Veränderungen. Ob nur maximale oder minimale RPM beim Noise Blocker, spielt bei dem Lüfter wirklich keine Rolle. Und das, obwohl er aus der Silent-Region oder Sektion stammt. Ja, und das ist eigentlich sehr beeindruckend, was dieser Lüfter kann. Im Vergleich zu meinem Enermax-Lüfter TB Silence, den ich euch schon gezeigt habe, ist er doch noch um einiges besser. Heute läuft's. Ja, mein Enermax-Lüfter läuft zum Beispiel mit 1000 RPM, ist dabei lauter als der Noise-Blocker mit, sag ich mal, 75%. Und bei 75% bringt der Noise-Blocker auch mehr als der Enermax-Lüfter. So, ja. Ich schwenke nochmal zurück zum Rechner. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich zoome noch raus. So, maximaler Zoom raus. Ja, ich denke, das soll es gewesen sein zum Review Pro und Contra. Habe ich euch ein wenig gezeigt, was welche Vorteile bringt, was nicht. Wie sich die Temperaturen entwickeln etc. bei Maximum und Minimum RPM. So, es ist Zeit für ein Fazit zum Noise Blocker Black Silent Pro PL2 Lüfter. Ja, also ich persönlich bin sehr überzeugt von diesem Lüfter, da er sowohl auch für den Silent Betrieb als auch für ja, den Performance Betrieb gedacht ist. Und selbst mit minimaler Umdrehung, was bei mir um die 750 bis 800 RPM war, hat der Lüfter, egal in welcher Position am Radiator bei mir, ja, dieselben Ergebnisse gebracht wie meine derzeit verbauten Lüfter im Push- und Pull-Betrieb. Und das ist doch sehr überzeugend.
An sich kann man noch sagen, dass der Lüfter bei 1400 RPM dann doch rauszuhören ist aus meinem gesamten System. Aus, ja, gemessen ca. 50 cm Abstand. Aber da man den Lüfter ja ohne Probleme runterregeln kann, via Software oder über das Mainboard selbst, ist dieser Punkt eigentlich nicht so gravierend. Ja, ich habe die Temperaturunterschiede, habe ich euch gezeigt, mit minimaler und maximaler RPM, also maximalen und minimalen Umdrehungen pro Minute. Ja, eigentlich soll es das auch gewesen sein. Ich denke, dieser Lüfter ist eigentlich perfekt geeignet für Leute, die den Silent-Betrieb vorziehen, dennoch aber auch Performance wünschen. Und daher bekommt dieser Lüfter von mir natürlich eine Top-Bewertung, einen Daumen nach oben. Und ja, dann danke ich nochmal NoiseBlocker für die Zusammenarbeit, für den Support und für die Unterstützung. Ja, das soll es jetzt endgültig gewesen sein zum NoiseBlocker PL2 aus der Black Silent Pro Serie im 120mm Format. Danke fürs Zuschauen, Leute, haut rein und bis zum nächsten Video.